Ja, ich finde, der Start im Spiel war gut. Wir haben die ersten 10, 12 Minuten guten Druck gemacht, hatten ja, eine gute Präsenz für dich in allen Phasen, nach Ballverlust, aber auch mit Ball. Haben leider die ersten zwei Chancen nicht so genutzt, wie es vielleicht vor Weihnachten noch der Fall gewesen wäre. Dann wurden wir in allen Phasen ein bisschen langsamer. Wir haben dann schon noch ein, zwei Chancen gehabt, vielleicht auf 2-0 zu erhöhen, aber es war jetzt nicht so drückend, dass ich sage, es hätte sein müssen. Am Ende, ja, glaube ich, ist der Punkt gerecht. Trotzdem hätten wir gern gewonnen, aber wir haben ein paar Dinge zu erledigen, die wir besser machen können, um wieder dreifach zu punkten. Zum Thema Druck, glaube ich, habe ich mich schon sehr oft geäußert. Den hat man immer bei Bayern. Auch wenn man gewinnt und schlecht spielt, ist es auch so, dass man Druck hat. Aber ja, ist jetzt kein Lebensdruck oder ich will da gern gewinnen, wie jeder andere hier auch. Olli übrigens auch. Machen Sie den Druck selber. Alles andere ist verkraftbar für mich. Machen Sie sich keine Sorgen. Ich bin natürlich sehr zufrieden mit dem Punkt heute und auch mit der Leistung. Ich denke, Bayern war erste Halbzeit gefährlicher. Da hatten wir Probleme mit den langen Bällen hinter die Kette. Ja, und in der Halbzeit haben wir dann gesagt, den Plan weiter. Wir schließen die Mitte sehr, sehr gut. Die langen Zuspiele, die Chipbälle von Kimmich einfach besser antizipieren. Und ganz wichtig im eigenen Ballbesitz, dann speziell nach Ballgewinnen, mit mehr Überzeugung, mit mehr Selbstvertrauen zu spielen. Und auch die Zuversicht, dass wir in Situationen kommen, wo wir ein Tor erzielen können. So ist es auch gekommen.